Liebe Pilgerinnen und Pilger, heute ein wirklich starker Tag der Wallfahrt. Alles hat begonnen mit der Mitfeier der Heiligen Messe an der Grotte von Massabielle. Immer ein Höhepunkt für jede Lourdes-Wallfahrt. An dieser Grotte bei der Mutter Gottes dürfen wir unser Herz ausschütten. Wir dürfen alles in diese Grotte, in diese Höhle der Heiligkeit hineinlegen. Und dann am Nachmittag, wie an jedem Freitag, steht das Kreuz Jesu Christi in der Mitte. Wir denken auf der einen Seite an den Kreuzweg, der einen Hügel beinhaltet, mit den überlebensgroßen Figuren in Lourdes. Wir erinnern uns aber auch an den neuen Kreuzweg mit den fein gemeißelten Figuren, Gestalten, ganz auf der Oberfläche, sodass auch Rollstuhlfahrer in Lourdes mitmachen können. Ob wir den Kreuzweg als gymnastische Übung gehen oder eben ebenerdig ihn zurücklegen, das Kreuz steht im Mittelpunkt. Wir wissen um unsere Kreuze, selbst gebastelte, aber auch auferlegte Kreuze, die uns nach unten drücken, aber auch Kreuze, die uns ahnen lassen, was wir in der Litanei beten. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ruht unsere Hoffnung. Per crucem ad lucem, durchs Kreuz ins Licht hinein, ins ewige Leben, das steht im Mittelpunkt von Lourdes. Und so lade ich Sie heute Abend ein, indem wir den Tag beschließen, dass wir unsere Kreuze nochmal in die Grotte bringen, in die Grotte, in diesen Hohlraum, ja, in eine Art Schale, in die wir sie hineinlegen können, damit der Herr sie wandle, wie damals in Kana, als er Wasser zu Wein gewandelt hat. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du allen Völkern bereitet hast. Die Schau des Heils, heute uns geschenkt, virtuell in Lourdes, aber auch in der Betrachtung unserer Kreuze, legen wir sie jetzt ab, geben wir sie in die Schale der Gnade, die der Herr uns hinhält. Dass uns dies gelingt, dafür segne sie der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.